Um den Inhalt dieser rot schraffierten Fläche zu bestimmen, berechnen wir selbstverständlich das Integral von 0 bis 2 von dieser Funktion x² dx. Um dieses Integral zu berechnen, berechnen wir zuerst eine Stammfunktion von x hoch 2 und dann lassen wir diese Stammfunktion von 0 bis 2 variieren. Also rechnen wir hier eine Stammfunktion von x², das ist selbstverständlich x hoch 3 Drittel. Und jetzt berechnen wir einfach diese Stammfunktion bei 2 ausgedrückt minus diese Stammfunktion bei 0 ausgedrückt. Bei 2 ausgedrückt ergibt das 2 hoch 3 Drittel, also 8 Drittel. Bei 0 ausgedrückt ergibt das 0 hoch 3 Drittel, also 0 Drittel. Diese Zahl 0 Drittel ziehen wir von 8 Drittel ab und finden somit als Antwort 8 Drittel. 8 Drittel, das ist 2,6 Periode. Also ist dieser Flächeninhalt 2,6 Periode groß. Aber 2,6 Periode was? Es sind 2,6 Periode Einheitsquadrate. Was also bedeutet, in dieser rot schraffierten Fläche passt dieses Einheitsquadrat 2,6 Periode mal hinein. Und das stimmt mit der Zeichnung überein. Das heißt, unsere Antwort hat große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.